Mama! Papa! Hast du den Stern finden können, Liebes? Ja, das haben wir. Die Ballbande hatte ihn zwar weggenommen, aber nun haben wir ihn wieder. Wundervoll! Und nun kann die Sternschranke sicher wieder repariert werden, oder? Ach so, nein, vermute ich doch nicht. Euch fehlt schließlich noch ein Sternstück, denn wenn ich es recht verstehe. Der letzte Stern. Wartet mal, es bleibt nur noch Bowsers Festung. Dort müsst ihr suchen. Ja, das wissen wir, aber es gibt keinen Weg hinein. Glaub mir, wir haben es versucht, aber... Gewiss, gewiss, nicht mal Mal kann so weit springen. Also gut, dann erlaube ich euch den. Das ist die Idee, Liebster. Ihr könnt den königlichen Bus nehmen. Mhm. Ja, Mello, die Zeit ist gekommen, dass du den Bus nutzen darfst. Ach, als ich in deinem Alter war. Ehrlich? Ich darf ganz bestimmt? Aber natürlich, Liebes. Ich werde den Mechaniker anweisen, den Bus zu reparieren, bis du uns wieder verlässt. Denn du musst Mario und den anderen einfach helfen, das letzte Sternstück zu finden. Moin. Auf jeden Fall, Mama. Komm, Mario, los geht's. Dankeschön. Wunderbar, Freunde, willkommen zurück zu Super Mario RPG. Beim letzten Mal haben wir den vorletzten Stern ergattern können. Somit haben wir jetzt 6 von 7, wie ihr da unten links sehen könnt. Und ja, jetzt müssen wir wirklich nur noch einen Weg finden, zu Bowsers Schloss zu kommen. Und hey, vielleicht kann ja der königliche Bus uns dorthin fahren. Ich meine, wenn das hier alles über den Wolken spielt, vielleicht kann der fliegen? Ist so eine Idee. Aber... nicht so gerade unwahrscheinlich, wenn die sowieso alle aus Wolken bestehen. Die ganzen Menschen und Mello. Das heißt Menschheit. Das Wolkenvolk. Wir gucken mal nach. Vielleicht ist er jetzt schon fertig, wenn wir Glück haben. Hey, ist er schon fertig? Ja, der Bus wird endlich repariert. Wir können die Fahrt wieder aufnehmen. Prinz Mello! Wir möchten zur Basis Festung. Könntet ihr uns dorthin bringen? Eigentlich kostet das Geld, aber sie sind ja die Hoheit. Ja, seine Hoheit, König Nimbus, hat mich bereits darüber unterrichtet. Ihr werdet im Nullkommanichts am Ziel sein. Sag mir nicht, es ist Lakitu. Da kommt er, da kommt er. Was? Oh mein Gott, wie das aussieht. Und wie läuft der Motor? Oh, der schnurrt wie ein Kätzchen. Könntest du bitte Prinz Merle bis zum Eingang von Bowsers Festung bringen? Selbstverständlich kann ich das. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder meinen Faden aufzunehmen. Komm, Prinz Mello, hilf drüber. Alles klar. Dann los! Mit all unseren Freunden. Aber auf der Oberwelt sehen wir jetzt nur Mello und Mario. Warum auch immer. Alles einsteigen. Abfahrt. Ich hatte dieses Akito gerecht, ich mir so, oh nein, bitte nicht das, wo der Frosch da hängt, aber es wurde lustiger. Was macht die denn da? Touristenattraktion oder was? Wer bezahlt hier? Die kleinen Maulwürfe werden wahrscheinlich Geld dafür. Wie wir da rumfliegen. Wie so PNG, Alter. So, zurück in die Basisfestung. Das ist ja doch von brodelnder Lava. Echt prächtig, wieder zu Hause zu sein. Schmiedrich wird dafür bezahlen, dass er mir meine herrliche Festung geraubt hat. Ja, aber kann ich nochmal zurück in den Speicher? Glücklicherweise werde ich das wohl dürfen. Schön. Freunde, es scheint wohl so, als könnten wir schon zum Ende des Spiels? Also, das geht ja eigentlich noch nicht, ne? Da müssen wir erstmal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwo hin kann, dies, das, anderes noch erledigen kann. Das werde ich jetzt auf jeden Fall mal eben nachschauen. Und ja. Beim Randland. Hier, wo man dieses Minigame oben spielen kann. Mit diesen Kugeln will ich dann abschießen. Da ihr wisst schon ungefähr, wo ich meine. Noch bevor wir in die Wüste kommen. Man kann hier tatsächlich doch hinein. In diesen Berg. Ich weiß gerade nicht, wie ich es gemacht habe. Oh, ich bin gerade kurz reingegangen. Wahrscheinlich geht das deswegen nicht, oder? Vielleicht muss man auch noch auf ein Timing warten, weil manchmal kommt da eine Wolke. Bin mir gerade nicht sicher. Doch, jetzt. Ich muss auf das Timing warten. Okay, und dann ist man hier. Und hier gibt es noch einen geheimen Schatz, den wir uns schnappen wollen. Ich versuche nämlich, da ich ja leider nicht mehr alle von den...
Da ich ja nicht mal alle von den Blumenpunkten hier bekommen kann, würde ich zumindest versuchen, alle Geheimschätze zu finden. Einfach nur, damit ich irgendwas 100% gefunden habe, okay? Lasst mich. Ja, die Gegner machen irgendwie gar kein Damage mehr. Gefühlt. Also schaut mal, zack, zack. Machen richtig viel Damage, die machen gar nichts mehr. Wir sind echt stark geworden mittlerweile. Echt stark. So. Dabei haben wir meiner Meinung nach gar nicht mal so viel Level, finde ich. Wenn, von dem, was ich halt weiß, was das Maximum Level ist. Bam, bam. Wer lebt noch? Ach komm schon, lass doch den armen Mellow in Ruhe. Idiot. Dass der noch lebt, Alter. Was hat der für Manieren hier? Unfassbar. Aber ehrlich. Sogar genug für ein Level Plus für Gino Nova. Gino Nova erlernt noch eine Ability? Lade dich auf und versenge sämtliche Gegner. Oh, das hört sich echt nice an. Boah, machen wir KP. Machen wir actually mal KP. Und Peach auch nochmal Level Plus. Die Lady bekommt mehr Magie. Okay. Und ich wette. Nein, ich wette nicht nur. Ich weiß es sogar schon, dass es hier ist. Ich habe hart geschaut, aber das wisst ihr ja. So, wie führt das eigentlich hier hin? Führt das in die Wüste? Oder wo führt das. Biso? Was macht Biso hier? Oder ist das irgendein random Biso? Das ist nicht der Biso. Schöne Musik, die du da machst. Doch, es ist Biso. Den gibt es mehr als einmal? Das ist ein normaler Gegner? Ich bin gerade echt deswegen verwirrt, muss ich zugeben. Aber okay. Das kann ich zumindest mal analysieren, weil ich bin mir sicher, das habe ich noch nicht getan. Ding. Dum, di, dum. Haha. Oha. Oha. Weg mit dir! Besser ist. So, und der Rest muss ja auch verschwinden. Verschwinden, habe ich gesagt. Es juckt ihn einfach nicht, ne? Es juckt ihn einfach nicht. Und ich mache auch zu wenig Damage, verdammt. Ah, mit dem pinken Fächer kriegen wir es aber gebacken. So, nochmal ein Level Plus für Mario. Oh, warte mal. Ne, lass doch lieber Magie machen, würde ich sagen, oder? Ja doch, Magie. Magie ist auch okay. Alright. Wo führt mich eigentlich diese Höhle jetzt hin? Oh. Ach, das ist die Abkürzung. Ja. Ich weiß, wo wir sind. Hier hätten wir schon früher gekonnt. Aber ich habe damit schon nachgeschaut, wie man hier eigentlich hier oben an diese Kiste rankommt. Und das ist für später gedacht. Und später ist jetzt Grillengelee erhalten. Grillengelee? Na gut. Okay. Die Buhus. Ja, mehr gibt's ja eigentlich nicht. Das war's so ziemlich. Ist halt eine Abkürzung. Kann man hier hoch. Und, ja, der Grund, warum dieses Fass hier ist, liegt einfach daran, weil es gibt eine Methode, durch die Buhus hier nach oben schon früher zu gelangen, aber halt nicht früher zum Randland hier, weil das Fass hier fehlt. Ja, genau. Hey, mir fällt auf, hier im Monsterschlupf gibt es ja noch einiges zu tun. Zum einen haben wir diese Quest abgeschlossen, für die sich noch erinnern können. Denn die drei Gegenstände waren einmal bei einer Stadt und direkt am Anfang diese Holzblume. Dann das grüne Bett in Marios Haus und das zwischen dem O und A bei der Yoshi-Insel. So, nachdem man dann das alles gesammelt hat, muss man sich hier nochmal schlafen legen. Und dann kann man nochmal mit den drei reden. Sehr gut, du hast alle drei Flaggen gefunden. Bist ja gar nicht mal so schlecht. Richtig gut hast du das gemacht. Ja, uns war es auch lustig. Danke, dass du mitgespielt hast. Und nun zu deinem großartigen Gewinn. Ein One-Up? Auf bald und guten Morgen. Was zum... Was haben wir denn gegeben jetzt? Hm?
wurde gar nicht gesagt. Items? Spezial-Items vielleicht? So Samen, ein schnell wachsender Samen. Hä? Kieferschachtel, ein Käfig zur Aufbewahrung von Insekten? Grillengelee, köstliches Gelee. Hm? Ah, Wundertüte haben wir noch. Hab ich voll vergessen. Aber die können wir nicht aufmachen. So eine Idee? Nein? Was passiert eigentlich, wenn ich nochmal schlafen lege? Nichts, oder? Oder doch? Oh. Seht mal, es trägt sogar unsere Medaille. Auf bald und guten Morgen. Eure Medaille? Wie? Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, was wir bekommen haben, ehrlich gesagt. Ah. Ah! Wo warst du denn gerade? Hier, Spuckmedaille, verdoppelt die Abwehrkraft im Kampf. Ja. Wo ist denn die? Ich finde sie hier nicht. Oder kann ich die jetzt nicht mehr ablegen? Hä, ich finde sie halt wirklich nicht mehr hier im Menü. Auf jeden Fall haben wir das. Cool. Cool, cool, cool. Na gut. So, ich meine, hier können wir noch nicht rein, ne? Sie ist versiegelt, genau. Da oben sieht ja ein Schlüssel. Und den Schlüssel, den wir da oben sehen. Wie kriegen wir den nur her? Wenn man random einfach mit den ganzen Leuten hin und her spricht, zum Beispiel mit dem hier, dann merkt man vielleicht, dass sich auf einmal hier irgendwas ändert. Das Ding ist näher angekommen. Es rutscht nämlich immer so ein kleines Stückchen ab. Also je öfter man mit dem Twompy redet, desto weiter fällt es auf den Boden. Und da haben wir es. Es kann übrigens auch hier runterfallen, aber keine Sorge, es respawnt dann einfach wieder da ganz oben. Also ist es dann nicht voll immer verloren. Wäre aber lustig, aber nein, wäre eigentlich nicht lustig, nein. Ja, außerdem, was wir auch noch nebenbei machen können. Ja, du weißt, was du nebenbei machen kannst. Du, die 30 Sprünge und die 100 Sprünge in Folge, mach das mal. Jo, das muss ich dann auch noch gleich ausprobieren. Ich mache aber erstmal so, wie ich meine, in der Reihenfolge. Hier ist nichts mehr. Hier war das gerade, genau. Und hier ist noch ein Dojo. Ich muss gucken, ob man da was bekommt. Ich glaube nicht. Ich werde es auch erstmal lassen. Und ansonsten, ja. Okay. Mit dem Key, den wir jetzt gefunden haben, dank dem Twom, können wir im Bellums Tempel, wenn wir Glück haben, diesen Raum hier finden. Vorhin, als ich die Zettel eingesammelt habe, stand da drauf, bitte keine Besucher, ich bin in der Haie oder sowas. Also, ich glaube, das hier... Ich weiß nicht, ob das Bellum ist, aber es ist auf jeden Fall eine Statue, die mit uns spricht. Dein Schlüssel sieht richtig lecker aus. Meiner! Nee, komm, kurz haben. War das Bellum? Na, wie auch immer. Dieser Raum lohnt sich, kann ich euch sagen, weil ihr seht's ja. Badam, 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 badam. Direkt 4 weitere Blumen, womit wir auf 88 kommen. Zusammen mit der Feuerbombe. Royal-Sirup und eine Maximum-Pilz. Also dieser Raum ist wirklich ein Goldraum. Hier hat man wirklich abgesahnt. So. Und dann geht's wieder raus zum nächsten Abenteuer. So, ich bin wieder zurückgegangen. Wenn man einfach auf der Weltkarte kickt, kann man hier direkt zu Harleklings Beispiel. Irgendwann nach den ganzen seltsamen Pilzen gibt da eine Medium-Pilze. Und ich kann euch sagen... Nicht nur werden die Pilze besser, sondern generell die Preise bei ihm. Also immer weitermachen. Jetzt ist gerade ein Faulpilz, okay. Aber ich mache das jetzt ein Stückchen und irgendwann kriegen wir was sehr Tolles. Und irgendwie ist es gerade mehr als 5-mal hintereinander links gewesen. Wenn er lieber links den Ball haben will, okay. Ja, schon wieder. Moderpilz kriegen wir jetzt. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht gehabt. Ich weiß auch gar nicht genau, was er macht. Ah, diesmal war rechts, diesmal rechts. Ah. Luxuskarte erhalten. Nun hast du Zutritt zum Casino meines Bruders, wo auch immer das ist. Casino von seinem Bruder? Da würde ich doch gerne hin. Aber Casino in einem Nintendo-Spiel? Seit wann dürfen wir denn das, Nintendo? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier irgendwo hier die Luxuskarte. Ein Mitgliedsausweis für das Casino. Aber wo ist denn das Casino? Zurück zum Bodental gibt es hier diesen Bisau, der diese 5 Piranha-Pflanzen bewässert. So, ich bin mir ziemlich sicher, den links hatten wir schon mal. Aber der macht gerade irgendwie keinen anderen.
So, und einer der fünf ist das Casino. Und in einem anderen von den fünf ist nochmal ein versteckter, geheimer Block, den wir uns noch holen wollen. Deshalb werden wir ganz kurz hier noch ein paar Kämpfe machen. Außerdem können wir ein bisschen leveln. Falls ich erwähnt haben sollte, eigentlich wollte ich ja die 100 Sprünge versuchen. Ich habe es auch versucht. Ich habe auch schon sehr weit gebracht, bis irgendwie 60 oder wieso. Aber im Moment ist mir das noch zu schwierig. Und es dauert einfach mega lange und ich komme so einfach nicht weiter im Gameplay. Also werde ich es machen, nachdem ich das Hauptspiel durch habe. Bitte verzeiht mir, ich werde auch die Belohnung erst danach abholen. Man kriegt ja eigentlich auch schon bei 30 eine. Keine Ahnung, ob ich das Footage zeige. Es ist mehrere Stunden lang, wie ich einfach versuche, es zu schaffen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so interesting. Aber wir schauen mal. Aber ihr seht, wie viel Damage die machen. Also gleich 0, gleich 1. Machen fast gar nichts mehr, denn wir sind viel zu stark für die. Bam, bam. Ich kann hier leider nicht fliehen aus diesem Kampf. Ich muss sie besiegen, sonst komme ich nicht in die Röhre rein. So, und wie gesagt, die Kämpfe hier sind super easy. Im schlimmsten Fall haben wir sogar noch unsere 100% Leiste in der Ecke. Bam, bam. Bam, bam. Ich hasse nur diesen großen Gegner da mit dem Sandsturm. Er hat so viele Leben und hält so viel aus und das nervt einfach. Ihr seht es ja selber gerade. Ist einfach schlimm mit dem. Aber jetzt ist er tot. Nein, ist er nicht. Verdammt. Egal, zumindest ist der verwirrt und greift uns nicht an. Dafür greifen wir ihn jetzt aber an. Bam, bams. Den zweiten Angriff von Peach kriege ich irgendwie heute nicht raus. Warum auch immer. Aber hey. Das Level Plus nehmen wir trotzdem mit. Level 17. Bisschen mehr Magie ist ganz gut. Okay. Was ist das denn für ein Kettenhund? Der ist ja vergoldet. Nee. Ist nicht vergoldet, aber ein Klunkerhund. Das ist eine neue Art von Kettenhund. Die kennen wir noch nicht. Wie gerade alle so von links nach rechts gebounced sind. Das fand ich lustig. Bam, bam. Okay, Merlo, sag uns mal, was ist das hier für eine Gegnerart von Kettenhund? Aha. Komm, spiel mit mir! Spiel mit mir! Ich will Aufmerksamkeit! Oh Gott. Kein Wunder, dass ihr hier unten eingesperrt wurdet, ganz alleine. Niemand will mit euch spielen. Verstanden? Oh Mann, bam, bam. Schnapperbiss. Ich brauche nicht mal irgendwas drücken zum Kontern oder halt zum Abwehren, weil ab diesem Zeitpunkt machen die sowieso keinen Damage gegen mich. Ein Schaden, oh nein. Oh, ganz, ganz schlimm. So, ich glaube, das ist auch sogar die Röhre, die zum Casino führt. Lass mal sehen. Nee, ist es nicht. Okay. Eine von denen, dann springt man woanders hin. Da darf ich auf den Biso warten. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir diese Röhre schon abgecheckt haben. Oh Gott, und dann immer diese langen Kämpfe gegen alle möglichen Gegner. Wisst ihr was? Das können wir beschleunigen. Und zwar mit Bowser. So, ich hoffe, da sterben jetzt alle gleichzeitig. Du, 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 bam. Nice. Warum das nicht immer so? Warum nicht? Lass mal kurz sehen. Ja, das war die, wo wir waren. Also, hasse ich richtig. Schade. Okay, drei Möglichkeiten gibt es noch. In zwei von denen ist was. In dem letzten ist gar nichts. Okay, und das scheint, das müssen wir hier reinschauen. Oh, wir haben jetzt einen sehr starken Piranha. Oh nein, natürlich auf Mario. Na gut, wie ihr meint. Kriegt ihr halt meinen Schneemann ab. Macht ganz viel Damage. Okay, es macht sehr viel Damage. Schön. Der macht alle auch Damage. Aber ist jetzt down. Selbst ein starker Gegner kann es in diesem Gebiet nicht mehr aufhalten. So. Und das war das mit dem Secret Block. Was? Habe ich jetzt wirklich... Habe ich gerade wirklich einfach eine Blumenpunkt bekommen? Das wäre endgeil, wenn ja. So,
Zombies-Movie erhalten. Okay, das war zwar nicht, das war zwar actually nicht der Raum, den ich gesucht habe. Eigentlich gibt's noch einen zweiten. Aber okay. Nee, ehrlich. Warte mal. Doch, stimmt. Und einer von den beiden ist sogar noch ein weiterer Secret Room für mich. Cool. Oh Mann. Okay, was kann ich machen? Ich könnte Erdkracher machen in der Hoffnung, dass das viel Damage macht. Das macht viel Damage. Würde mich mehr freuen, wenn es noch mehr Damage machen würde. Badam, badam, badam. Ja, kann man jetzt sehen, wie ich geübt habe. Bisschen. Man merkt, dass ich geübt habe, so ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen wirkungslos, aber das macht ja nichts. Platsch. Nur, dass die jetzt noch angreifen dürfen. Aber wenn wir kontern, können wir zumindest nochmal unsere Leiste aufladen. Und da würde ich sagen, das lohnt sich doch schon eher. Ah, Timing, egal, passt. Glücklicherweise passt es trotzdem. Du, du, du. Oh, ja, das ist der Raum. Was zum... Lugtruhe. Wer hat mich hier angelogen? Du warst es! Hatten wir die Lugtruhe schon in unserer Sammlung? Lass mal kurz sehen. Klepper und Bolter, 100 Jahre habe ich auf diesen Kampf gewartet, das hat sich gelohnt! Nee, es ist ein... Neuer Gegner, ein Djinn springt aus der Truhe. What? Was ist das denn für einer? Okay. Ich mache mal einen Sprung auf ihn, weil das ist ja sehr effektiv gegen den. Ja, anfällig. Explosion? Wir haben es hier mit sehr starken Gegnern zu tun. Was zur Hölle? Endlich, endlich bin ich frei. Boah. Da sind Geister drin. Ich kann es mal versuchen. Bam. Das macht auf jeden Fall Damage. Nicht viel Explosion. Ah, daneben. Gut, gut, gut. Ultrasprung. Weil das ist ja eine Attacke, die auf beide Gegner viel Damage macht. Wie wir vorhin gelesen haben. Und wie man sehen kann, hat es auch viel Damage gemacht. Aber... Bowser ist tot. Bowser kriegt jetzt eine Wiederkehr von Peach. Dass man das mal erleben kann. Aber ist so, leider daneben. Heißt, da wird jetzt nicht vollgeheilt. Oh, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ich habe zu früh gedrückt. Da auch wieder. Ich hole mal Gino. Mit seiner... Gino und Nova lade ich auf und versenge sämtliche Gegner. Neue Attacke. Obwohl, lassen wir es lieber. Die sind beide fast tot, sehe ich erst jetzt. Bam. Und bam. Na gut, können wir fürs nächste Mal auf jeden Fall verwenden. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie schon fast tot sind. Plopp. Okay, hier... Moment, da. Hier ist ein Secret Block mit einer roten Essenz. Also auch not bad. Da kommt man wieder raus. Und hier... Ne, da kommt man wieder raus. Verdammt. Okay, also da kommt man raus. Und da ganz oben... Geht es zum Casino? Der ist sehr geheim. Oder? Gibt es nichts zum Casino? Zu diesem Block. Da ist es ehrlich wirklich die letzte Röhre? Ich habe aber nicht nachgeschaut, welches es ist. Ich weiß nur, einer von diesen Röhren ist es. Ich dachte, das wäre die. Oh Mann. Hey, komm her, Biso. Biso, Biso, summ die Summen, komm her. Und jetzt können wir die. Noch nicht. Verdammt. Ich muss erstmal nochmal aufladen, leider. Ja, zumindest könnt ihr euch selber angreifen. Das finde ich ganz gut. Wo habe ich's? Ahornsirup. Alright. Peach, du kannst ja... Komm, greif einfach an. Ist egal. Bam, bam, zack. Macht keinen Damage. Oh, sag mir jetzt nicht, weil die jetzt so am Zittern sind, können sie das nicht einsetzen. Bitte sag mir nicht, dass das stimmt. Doch, können sie. Gino Nova! Okay. Was macht das?
Wow. Das sah cool aus. Krass. Alright. Bitte sag mir. Ernsthaft, den waren wir schon? Bin ich blöd? Hä? Was? Hier in der Höhle, wo dieser Kettenhund stand. Genau hier. Gibt es irgendwo... Da, da haben wir es gehört gerade. Man muss hier einfach... Moment. Wo war das jetzt? Hier war es, genau. Man muss da dreimal springen in dieser Plattform und auf einmal erscheint hier ein Ausgang. Also, wie kommt man darauf? Ich meine, okay, SNR-Spiele waren schon ein bisschen kryptischer. Da konnten sie sich schon was erlauben, aber... Dass es keinen einzigen NPC gibt, der dir den Tipp gibt, dass es hier ist, das ist... Also, komm schon. Hallepokus Casino, also der Bruder. Wir haben ja gegen beide gekämpft und der andere hat hier sein Casino. Und die Musik ist nice, aber... Wow, das ist echt mega asozial versteckt. Das weiß ich auch nur, weil es in sehr vielen Easter Egg Videos vorhanden ist. Wie vergnügen die Herrschaften? Ja genau, wenn man hier vorher hinkommt, ohne dass man dieses Ticket hat, diese Luxuskarte, dann sagen die, nein, kein Zutritt. Aber wir haben es und können jetzt hier durch. Da ist er. Aber erstmal, ne, dürfen wir nicht? Hi. Grüß dich, Mario. Ich bin der Chef in diesem Casino. Hoffe, du vergnügst dich hier schön. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Herzlich willkommen in Hallepokus Casino. Möchten Sie gerne einen Glücksblock spielen? Klar doch. Spielanleitung gefällt dir her? Doch. Ah, egal. Oh Gott, nicht das. Nein. Oh Gott, ich hasse dieses Minigame. Und du? Ich begrüße Sie am Kartentisch. Eine Runde Kartenknobeln gefällig, der Herr? Okay. Eine Anleitung, gern. Im Kartenknobeln wird Ihr Gedächtnis auf die Probe gestellt. Sie werden 10 Karten vor sich sehen, jede davon mit einem Bild von Ihnen sowie Ihrer Reisegefährten. Ihnen bleiben 3 Sekunden, um sich die Position jeder Karte zu merken. Am Schluss drehe ich die um und du musst alle nebeneinander finden. Ja, wenn sie alles richtig haben, haben sie gewonnen, 3 richtige Antworten in Folge und sie erhalten noch einen weiteren Preis. Eine einzige falsche Antwort jedoch und sie müssen wieder komplett von vorne. Also der Herr, möchten Sie? Ja, versuchen es mal. Die Musik ist geil. Okay, Bowser, Peach, Gino, Mario, Mallow. Da. Das Mallow. Sie liegen richtig. Gino. Yay. Okay. Da ist Bowser. Oben ist Peach und unten ist Mario. Das war's schon. Sie gewinnen. Ahorn, Sie... Oh, wow. Okay. Claro. Was haben wir nochmal? Das ist ganz nett. Okay. Peach, Mario, Bowser, Mallow, Gino. Ja, los. Jetzt weitermachen. Peach, Mario, Bowser, Mallow, Gino. Bowser ist hier. Mhm. Mario ist hier. Okay. Mallow ist unter Mario. Da. Und das war's. Wir kriegen... Okay, man kriegt die nur an. Okay, alles klar. Ja, ich meine, der Ort ist jetzt auch nicht so krass. Es ist ganz nett. Was wohl aus Bosses Suche nach einer Braut geworden ist? Stimmt. Was ist denn da mit ihm eigentlich draus geworden? Ich meine, wir können ja Boss mal einen Besuch abstatten hier in seinem Turm. Haben sich die Dinge geändert? Haben sie, er hat jemanden gefunden. Was brabest du da vor dich hin? Wieso sollte ich dich heiraten? So etwas Schönes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Oh. Oh. Will brauchst du doch nicht? Okay, ich meine, ich bin froh, dass die beiden zueinander gefunden haben. Ich meine... Wer würde die beiden sonst
Naja, ist ja auch egal. Ich finde, die beiden passen gut zusammen, weil beide irgendwie sehr böse Characters sind. Der eine ist dumm und die andere ist einfach kryptisch und ja, keine Ahnung. Das ist eigentlich ganz nett. Aber Leute, netter wäre es, wenn ihr ein Like da lassen würdet. In der nächsten Folge geht's dann auf zum Finale. Wie gesagt, es gibt noch ein paar weitere Secrets, aber die dauern mir zu lange. Deshalb mache ich die nach dem Main Game.